Hallo und guten Abend und willkommen zur Analyse vom Nasdaq für Donnerstag, den 2.9. beziehungsweise so aus der Zeiteinheit die nächsten Tage beziehungsweise sogar Wochen. Wir befinden uns derzeit im Chart der JFD Bank und wir fangen mal auf was Größerem an, und zwar auf dem H4. Und dort ist eine interessante Konstellation. Wir haben hier das Hoch vom letzten Jahr, 3.9.2020, so fast genau ein Jahr, ist der Markt jetzt gelaufen. Hier ist das Zwischenhoch vom 16.2. Anfang des Jahres. Wir haben die Tiefs und das Ganze bildet derzeit eine Art Kanal ab. Das läuft spitz nach oben zu. Heißt, durch die Überlappungen hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, es ist hier in erster Linie mal als erste Formation eine Wolfewellenformation. Bedeutet damit, wir haben hier irgendwo einen Zielbereich, ein Mindestziel und ein Maximalziel. Die beiden Tiefs damit verbinden vom 13.05. und das Tief vom, was haben wir hier, den 5.3. Damit gibt es diese beiden Ziellinien. Ganz grob dazu. Erstmal für die erste Formation, die hier vorherrscht. Wenn wir jetzt uns mal die Elliott-Wellenzählung anschauen. Wir hatten ja immer irgendwo im Hinterkopf diese EDT. Es ist aber keine EDT mehr, weil für den Fall, dass wir eine EDT hätten, müssten wir zählen. 1, 2, 3. Dann wäre das hier die 4. Denn die 4 muss irgendwo die 1 unterschreiten. Aber die 3 dürfte nicht die kürzeste Welle sein. Und wenn ich anfange und setze als Beispiel hier die Länge der 3 und würde sie jetzt hier an der 4 anlegen. Moment, hier ist die 4. Dann wäre die 5 länger als die 3. Das heißt, für den Fall, dass wir hier die Zählung annehmen, dass das eine EDT ist, wäre die 5 zu lang gelaufen und damit ist die Bedingung verletzt, dass das hier die 3 wäre und wir würden hier etwas anderes haben. Das ist die erste Ansage. Das heißt, wir haben den Fall EDT nicht. Damit können wir das hier wegmachen. So, was könnten wir denn anstelle haben? Wenn wir jetzt mal die Bewegung betrachten, man sollte immer Elliott-Wellen in der Hinsicht zählen, dass die äußersten längsten Punkte, die in Richtung gezählten, also sprich entweder die A's oder die Einsen, beziehungsweise 2, 3, 4, 5 oder A, B, C, immer die äußeren Bereiche der Trendlinie zählen. Also, wenn wir hier jetzt mal als Alternative etwas zählen, dann hätten wir hier irgendwo die Ellipsen wollen nicht so ganz. Hier was. Hier ist was. Hier ist ein Hoch. Hier wäre ein Hoch, Tief, hier wäre ein Tief, das ist eben das Interessante. Und jetzt möglicherweise hier. Jetzt betrachten wir das Ganze nochmal. Also sprich, wir haben ja hier irgendwo eine Bewegung in die Richtung, die dann irgendwo endet. Das ist das, was ich immer sage, zieht euch Trendlinien. Der Schub endet hier. Dann ist dasselbe Spiel in die andere Richtung zu sehen. Die endet hier auch. Das heißt, wir hätten hier einen Wert. Hier ist die Korrektur. Hier ist der Schub. Der endet hier. Und das ist jetzt
der Kniff, den wir hier gerade derzeit haben. Die große Frage. Derzeit haben wir immer gedacht, okay, das könnte ein A, B, C sein. Aber, es könnte genauso gut hier im Ganzen auch noch die Korrektur gewesen sein. Also hier das Ende der Hauptbewegung. A, B, C. Und damit wäre die 4, wenn wir sie so bezeichnen würden, hier an der Stelle. So, 1, 2, 3, 4, 5. Zum Nachprüfen. Hier wäre der Beginn der 3. Und wir jetzt schauen das mal an. Legen das hier an. Bedeutet, die Bedingung eines Impulses wäre hier noch intakt. Mit einer extendierenden 1, einer normalen 3, einer seitlichen 4 und hier könnte eine 5 laufen. Bedeutet auch, dass solange wie derzeit die 15.927, also grob 15.930, nicht überschritten wird. So, hier nochmal angelegt. Neunhundertzehn, grob gesehen. So lange kann diese Zählung intakt sein. Und jetzt kommt natürlich einiges zusammen hier. Wir haben eben die Form von dieser Trendlinie, die hier oben passt. Und wir schauen jetzt mal intern mal noch ein paar Retracements an. Die 100 wäre hier an der Stelle interessant. Und wäre die Make or Break. So, das ist derzeit die Maximalposition für den Fall, dass es hier nach oben eskaliert und ich meine eskalieren, weil die Gegenoption, sobald wie diese 3 hier ad absurdum geführt wird, zwar gibt es immer noch die Chance, dass wir hier eine 1, 2, 3, 4, 5 hatten, aber das wäre dann irgendwo so dieser Bereich 16.069. Sollte man sich nicht unbedingt dran verlassen. Also 15.910. Danach müsste man das Ganze wieder neu zählen, weil dann könnte das Ganze hier irgendwo korrektiv gewesen sein. Und da muss man dann aufpassen, weil er dann wirklich anfängt und macht komische Sachen, extendiert nach oben. So. Jetzt können wir noch andere Sachen kontrollieren. Und zwar haben wir grundsätzlich auch immer solche Geschichten wie Längen, grundsätzliche Zieldefinition, die A-Länge der 1, also im Grunde genommen die längste Bewegung eines Impulses, ob nun die 3 extendiert ist oder die 4, angelegt. Entschuldigung, ob die 1 oder die 4 angelegt an die 4. Und hier haben wir ebenfalls oben in der Nähe dieser ganzen Geschichte die 15.845 als Wert. 15.526 wäre ein Punkt. Aber der ist erstmal ganz interessant. Die markieren wir mal grün.
Und hier wäre die 50, die 61 wäre interessant. So, und natürlich das Ganze Kombination, die Länge der 3 angelegt an der 4. Das ist die Überprüfung der ganzen Geschichte. Wäre jetzt ein Punkt dazu. Im Grunde genommen bekommen wir hier oben etwas, wo die Luft ziemlich dünn wird. Also wir haben hier einen Bereich, in dem wir derzeit reingelaufen sind, mit der Trendlinie und eben der Widerstandszone 15.890, 15.000. 845, wobei das dann eben da oben schon die Luft ziemlich dünn wird. Man sollte jetzt wirklich die nächsten Tage abwarten, was hier passiert, denn wir haben hier intern eine abgeschlossene Bewegung. Das ist das, was in dem misslungenen Video, was ich letztlich mal online gestellt habe, gut zu sehen war. Hier ist eine Bewegung beendet. Und wir haben noch hier eine 1, eine 2. Hier sitzt die 3 irgendwo. Die 4 hat man eben verschoben. Und hier könnte unsere 4 gewesen sein. Das heißt, hier läuft gerade die 5, das Pendant zu der Bewegung. Und wir schauen mal die nächste Retracement-Kombination an. Wir nehmen mal die 0. Mit der 3 angelegt an die 4. Bisschen genauer noch arbeiten dabei. So, und das ist auch interessant. Und hier haben wir ein gutes Ziel für diesen Impuls bei 15.834. Das heißt, unser Bereich bekommt derzeit eine zusätzliche Unterstützung für den Fall, dass wir hier wirklich noch mal nach oben kommen, ist das auch eine typische oder ein typischer Zielbereich für diese Bewegung hier, die ja als 5 auch übergeordnet identifiziert werden könnte. So. Das sind die Retracements. Wir schauen mal die Channel, also sprich die Tatsache an, wie hier die Kanäle laufen könnten. So. Dazu nimmt man die Tiefs, sprich 2, 4, verbindet die miteinander und macht einen Kanal drauf. Beziehungsweise hier haben wir auch noch eine weitere 1, die man dann nachprüfen kann. Hier ist eine 1. Da hat er reagiert in dem Bereich in Kombination mit der letzten gedachten Linie 2, 4. Und wir nehmen mal die andere 1. Und dann haben wir hier einen Kanal, an dem er auch reagiert hier in diesem Bereich. Die 3 ist überschießend. Man sieht das auch, die wird hier mehrfach bestätigt in dieser Linienformation, bricht dann wieder durch, geht wieder drüber und bildet öfters auch diesen Zielbereich ab. Wir machen die mal grün. So. Das ist so das, was meistens passiert. Vielmal ist die ehemalige gedachte Linie 2, 4 schon das Maß aller Dinge. Hat er nicht ganz geklappt. Er nimmt sie nur an hier, er nimmt sie hier an. Er hält sich hier drüber. Und er zeigt auf jeden Fall mal hier Wirkung. Was kann man jetzt machen? Also direkt hier reinschorten kann man probieren. Man sichert dann hier oben ab. Ist so ein bisschen das Vorgehen, ja, letzte Möglichkeit. Danach zielt er wieder auf was anderes aus.
Kann funktionieren, man sollte vielleicht noch mehr Bedingungen dran knüpfen. Also wir haben ja hier Bedingungen, wir haben hier die Retracements, wir haben hier die Trendlinie, wobei die Trendlinie schon eine super Bedingung für sich an sich ist. Aber viele sagen noch, okay, das ist ganz witzig hier, da ist was drin, aber der hat mich die letzten Wochen konsequent nach oben verarscht, beziehungsweise wenn ich hier short gegangen wäre, hätte es mir wehgetan. Kurzfristig hat es immer mal funktioniert, war ja hier so. Aber mittel- und langfristig wäre ich permanent auf die Nase gefallen. Also, was mache ich? Ich suche mir einen Einstieg, der zumindest mittelfristig was bringen könnte. Und der wäre derzeit hier. Wir haben hier eine Bewegung. 1, 2, 3, 4, 5. Man muss jetzt aufpassen. Hier ist eine 1, 2, 3, eine überschießende 3, eine 4. Und das könnte die 5 gewesen sein, beziehungsweise Teile davon. Option 1 ist, sich den Bruch dieser Linie hier anzuschauen. Die machen wir mal blau. Das ist so der Gedanke der Zeit, dass man sagt, okay, hier 3, 4, 5. Und damit wäre das ja auch übergeordnet gezählt, ist hier die 4, das wäre auch die 5. Das kann funktionieren, also sprich, es klappt eben immer mal wieder. Hier hat es bedingt funktioniert, ne? Mittelfristig zumindest, hat er ein paar hundert Punkte nach unten gesetzt, nach dem Pushback 15637 bis 14714. Nicht so wenig, aber klar, man sieht das. Die Wahl des Longs war bisher immer noch die bessere. Jedoch wird die Luft eben immer weiter, immer dünner. Sie war hier schon ziemlich dünn. Das war ja mit der Ansage, die ich gebracht hatte, den einen Tag, dass wir hier einen Schlusspunkt haben. Hatten wir gesehen hier an der A, B, C, D, E. Und dann kommt der letzte Schub und dann geht er hier in diese Korrektur über, die ich gehofft hatte, weil ich Short gewesen bin, dass sie mehr Geschwindigkeit aufnimmt, sozusagen in die 3 reinschießt, dann stark nach unten geht, hat sie nicht gemacht. Deswegen können wir jetzt hier schauen, Eskalationsstufen. Erste Eskalation, Bruch der Linie 2, 4. Anlauf der Linie, das ist dieses 115 Vorgehen, 1, 4. Und dann schauen wir, was passiert. Ich stelle das mal da. Für den Fall, dass wir hier abprallen und nicht hier oben irgendwo rausgehen, sondern keine Ahnung, entweder dass er hier runter geht oder er macht noch sowas hier. Auch möglich, so eine EDT im kleinen Bereich. Wir sind ja immer mit H4. Und kommen hier runter. Entweder nochmal hier hoch. Weil Einsen laufen meistens weit zurück. Entschuldigung, 2. Ne, 1 hier runter, 2. Dann kommen wir erst irgendwo. Das heißt, wir könnten auch diese Bewegung noch abwarten, ohne dass uns was wegläuft. Weil die Möglichkeit besteht, dass er wieder weit hochläuft. Als B oder als 2. Und dann schauen wir hier intern, ob wir hier nicht irgendwo reinkommen. Und das ist das, was ich die nächsten Tage mal mache hier. Wie sieht er hier innen drin aus? Ne? Ist es ein Impuls? Oder ist es eher sowas? Und wir haben hier irgendwo vielleicht einen Trigger, den wir kriegen. Der Dow Jones Markt. Entschuldigung, der Nasdaq Markt Trigger. Und das wäre so ein Punkt, wo wir uns reinstürzen können, um zu sehen, möglicherweise weiter nach unten zu kommen. So, und das ist die Beobachtungsgabe für die nächsten Tage, die ich mir anschauen werde. Wie würde die erste Gegenbewegung hier aussehen? Wie sieht die Gegenbewegung aus? Und was passiert danach? Klar,
Die Option besteht weiterhin, dass er einfach diesen hier macht, dann juckt es uns nicht. Wenn er hier drüber kommt, ist der Grundgedanke, den ich habe, dass wir hier weit runterkommen, der ist erstmal ad absurdum geführt. Das heißt, er wird dann irgendwann mal anfangen, hier irgendwas seitlich zu machen, aber bei weitem nicht so tief, wie wir das gerne hätten. Beziehungsweise, das ist ja auch subjektiv, wie ich das gerade gerne hätte, weil ich hier einen Einstieg suche. So, damit sind wir auch erstmal fertig. Wir sind immer noch im H4 und wir schauen uns die nächsten Tage, wenn hier die erste Bewegung kommt. Also man sieht, dass es kann durchaus Mitte des Monats irgendwo oder die ersten 2 Wochen noch hingehen, bis hier irgendwas kommt, vielleicht auch jetzt die nächsten Tage schon. Ich werde euch da auf jeden Fall mal auf dem Laufenden halten. So, damit sind wir auch im Nasdaq fertig. Ich wünsche euch einen guten Handelstag morgen. Und eine gute Nacht. Auf Wiederhören.